Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden vor dem 17. Spieltag. Am Samstag um 14 Uhr sind die Freunde des FSV Zwickau im Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast. Dazu begrüße ich neben mir auf dem Podium unseren Cheftrainer Markus Anfang. Markus, nach dem Spiel in Wiesbaden sind neben Gelbsperren auch einige angeschlagene und verletzte Spieler leider noch dazu gekommen. Wie geht ihr denn in das letzte Ligaspiel vor der Winterpause? Ja, hallo zusammen. Ja, das ist in der Tat so. Ich kann es ja kurz vorlesen. Seo, Luca, Panna sind nach wie vor raus. Michael hat heute noch eine MRT, aber der wird definitiv ausfallen, kann auf gar keinen Fall spielen. Kutsche hat sich den kleinen Zeh gebrochen, plus ist eh gelb gesperrt, wird eh nicht dabei sein. Amo genau dasselbe, gelb gesperrt, ist auch nicht dabei. Bex hat nach wie vor Probleme im Oberschenkel, wird also auch nicht dabei sein. Kammer, der Oberschenkel, lässt auch nicht zu trainieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er dabei ist, geht auch gegen null, muss man einfach ehrlicherweise so sagen. Und Denno ist gestern das erste Mal wieder locker gelaufen, muss man schauen, weil er hat auch durch die Grippe, die er hatte, hat er ein Antibiotikum bekommen. Muss man schauen, wie er sich fühlt. Können wir jetzt auch noch nicht 100% was zu sagen. Vielen Dank, Markus. Jetzt ist es wieder an der Zeit für eure und ihre Fragen. Wer hat die erste? Tim Schlegel, Bild Dresden. Trainer, angesichts dieser Personalien werden Sie ja nicht drum rumkommen, wieder ein bisschen basteln zu müssen. Ist das eine mögliche Variante, vielleicht auch nochmal nicht nur den einen oder anderen, der vielleicht im zweiten Glied steht, einzubringen, sondern vielleicht auch mal einen A-Jugendlichen zu probieren, um zu sagen, das ist jetzt mal ein Härtetest, da kann er zeigen, wo er ist, oder lässt das die Situation nicht zu? Ja doch, klar, wir haben ja schon sehr viel auch gemacht, sehr viel probiert, sehr viel durchgewechselt. Haben ja auch schon viele Spieler oder so gut wie alle Spieler ihre Chancen bekommen. Vielleicht ein, zwei, bisschen weniger, aber man kann sich ja mit Trainingsleistung auch immer empfehlen. Ja, das ist sicherlich auch ein Gedankengang von uns, dass wir den einen oder anderen A-Jugendlichen einbauen. Das Problem an der ganzen Sache ist halt nur, die sind größtenteils in der Schule beziehungsweise schreiben gerade Abitur. Und deswegen stehen sie uns auch beim Training nicht zur Verfügung. Also es ist halt schon schwierig, dann Spieler einzubauen und sagen, du gehst jetzt nicht zur Schule und du bleibst jetzt bei uns und du machst jetzt anstatt dein Abitur, machst du jetzt am Wochenende das Spiel und trainierst jetzt. Weil ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, Schulbildung zu haben und dementsprechend einen Abschluss zu haben. Wer hat die nächste Frage? Thomas Narrendorf, Dresdner Morgenpost. Herr Anfang, Sie wurden heute vor 5 Monaten vorgestellt hier in diesem Raum. Ja, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Haben Sie damit gerechnet, dass es so schwierig, so zäh wird und dass jetzt in den letzten Wochen der Gegenwind dann doch stärker aufgefrischt ist? Ja gut, wenn du was beginnst, dann startest du ja immer auch mit positiven Gedanken. Und das habe ich auch gehabt, das habe ich auch nach wie vor. Dass immer wieder mal Situationen eintreffen, wo es ein bisschen schwieriger wird, das ist normal. Also dass auch mal Ergebnisse vielleicht mal ausbleiben können, das ist auch im Fußball nichts Unnormales. Ich hätte mir schon ein bisschen gewünscht, dass wir vielleicht den Kader dementsprechend dann ein bisschen mehr zusammen haben, dass weniger Verletzte da sind, also auch Langzeitverletzte. Wir haben ja auch am Anfang der Saison gehofft, dass der ein oder andere nicht langzeitverletzt ist. Das ist das Einzige, was so vielleicht ein bisschen trübt an der ganzen Sache, dass man nie alle zur Verfügung hatte. Aber ansonsten ist es halt so und wir müssen uns da durchkämpfen und brauchen nicht zu jammern. Und ja, dass jetzt 5 Monate sind, ja. Hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, weil morgen ist Sessionsstart in Köln. Also hätte ich vielleicht wissen müssen. Nächste Frage hat Jens Umbreit, Radio Dresden. Aber ich will nochmal daran anknüpfen. Vor dem Saisonstart hat ein Großteil gesagt, Dynamo ist ein Aufstiegskandidat, wenn nicht sogar der Aufstiegskandidat. Jetzt liegt man auf Platz 9, 16 Punkte Rückstand zum Tabellenführer. Haben die sich alle geirrt an Dynamo Dresden? Ist das nur eine Momentaufnahme oder woran liegt das? Ja, so wie Bielefeld ein Aufstiegskandidat war, so wie Greuther Fürth ein Aufstiegskandidat war, so wie Ingolstadt ein Aufstiegskandidat war, so wie wir ein Aufstiegskandidat sind. Es ist nach wie vor immer so, es wird auch immer so im Fußball sein, die abgestiegen sind, werden immer zum Aufstiegskandidat gemacht.
Aber alleine, dass du dazu gemacht wirst, das ist ja schön. Ich finde das gut, also, weil das zeigt ja auch, dass man auch einen gewissen Respekt vor uns hat. Aber damit bist du noch lange nicht die Mannschaft, die dann am Ende oben steht oder auch aufsteigt. Also das ist halt auch alles eine Entwicklung, das braucht Zeit. Aber wir haben jetzt auch schon ein paar Spieltage hinter uns und wir müssen uns auch eingestehen, dass wir den einen oder anderen Punkt mehr haben müssen. Das muss man auch einfach festhalten, das haben wir aber nicht. Und daran müssen wir halt arbeiten. Aber du bist vom klaren Aufstiegskandidaten zum Aufsteiger, da musst du halt auch was für tun. Also wir haben uns da nicht zugemacht, wir werden da zugemacht. Und das ist auch schön. Jetzt kann man auch sagen, Elversberg ist ein klarer Aufstiegskandidat. Und wenn die nicht aufsteigen, dann wäre es halt auch dementsprechend eine Enttäuschung mit der Punktezahl, wenn man jetzt da oben steht. Aber die werden sich nicht zum Aufstiegskandidaten machen lassen. Nachfrage dazu, Jens? Ja, Nachfrage. Nun ist nächstes Jahr ein besonderes Jahr für den Verein. Der wird dann 70 Jahre alt. Welche Vision gibt man den Umfeld, den Fans, den vielen Sympathisanten mit, gerade für die Rückrunde? Es kann ja, ich werde ja jetzt nicht sagen, wir wollen Achter werden oder von Spiel zu Spiel denken, sondern man muss ja irgendwas, eine Vision dann für die Rückrunde auch mitgeben. Ja, was heißt eine Vision? Also wenn man jetzt, es geht ja immer dann am Ende um Ziele, die weit weg sind. Ich kann es halt am Ende auch nur im Tagesgeschäft machen. Also ich kann halt nur täglich dran arbeiten, kann die Mannschaft darauf vorbereiten und Woche für Woche versuchen, dementsprechend Spiele zu gewinnen. Ich kann jetzt keine Vision ausrufen und sagen, wir werden definitiv, ich muss auf jetzt und hier achten. Jetzt und hier habe ich zum Beispiel eine personelle Situation, die ich jetzt bewältigen muss. Da bringt mir eine Vision wenig. Also ich muss schon darauf achten, was gerade in dem Moment angebracht ist. Und wir wollen uns ja dementsprechend auch, was die Ergebnisse betrifft, wollen wir uns ja auch zumindest zum Positiven hin entwickeln, dass wir da mehr Ergebnisse erzielen, die uns dann auch am Ende ein bisschen widerspiegeln für das, was wir auch geleistet haben oder was wir auch gespielt haben. Das haben wir momentan nicht geschafft und daran arbeiten wir. Deswegen ist es für mich schwierig zu sagen, ja, nächstes Jahr ist ein besonderes Jahr und da werden wir und das werden wir erreichen und das werden wir erreichen. Das werden wir nur erreichen, wenn wir Woche für Woche hart arbeiten. Und darauf konzentriere ich mich. Nächste Frage hat Thorsten Püschel, MDR. Trainer, Sie haben gerade von den positiven Gedanken gesprochen, die Sie nach wie vor haben. Wenn man die Spieler jetzt nach dem Spiel unter der Woche gesehen hat in Wiesbaden, dann waren die Köpfe sehr tief, die Augen leer, jetzt die Verletztenmisere, die gelben Karten. Wie bekommen Sie denn diese positiven Vibrationen in die Mannschaft rein, jetzt vor dem letzten Spiel gegen Zwickau? Ja, also erstmal wär's anders, wären die Spieler nach dem Spiel nicht enttäuscht, würde was nicht stimmen. Wenn du so ein Spiel verloren hast und du bist nicht enttäuscht, dann stimmt auch was nicht mit dir. Das nagt an uns, das zerrt an uns, das tut uns auch weh. Und das ist auch gut, dass es weh tut. Weil wenn es nicht weh tun würde, dann hättest du diesen Anspruch nicht an dich selbst, dass du unbedingt das Spiel gewinnen willst. Und jetzt ist halt die Situation eingetroffen, dass der eine oder andere gesperrt ist. Das gibt auch wieder eine Chance, wie eben auch schon in der Frage drin war, für den einen oder anderen Spieler sich wieder zu empfehlen. Und das musst du halt dann noch nutzen. Also du hast immer in allem, was dann vielleicht nicht gut läuft, auch immer wieder eine Chance, Dinge besser zu machen. Und so gehen wir damit um. Und ich glaube, dass egal welches Spiel wir nehmen, ist egal welches Spiel, wir in jedem Spiel in der Lage waren, das Spiel für uns auch genauso gut zu entscheiden. Und das waren wir in Wiesbaden genauso. Und Wiesbaden hat durch zwei Standardsituationen Torgefahr erzeugt und eine davon verwertet. Und wir haben halt aus den Standardsituationen keine Torgefahr erzeugt und auch keine verwertet. Wiesbaden hat in den letzten zwei Spielen 4 Tore aus Standardsituationen gemacht und hat damit 2 Spiele gewonnen. Wir haben das nicht gemacht. Also wir haben halt Potenzial nach oben und da müssen wir uns hin entwickeln. Und es bringt nichts zurückzugucken, weil dafür kriegen wir nichts mehr. Thomas Nahrendorf. Herr Anfang, Sie hatten beide Vereine, also Sie und auch Zwickau, extrem lange Auswärtsfahrten. Zwickau gestern erst. Ist das für Sie ein Vorteil, dass Sie 24 Stunden mehr Zeit zur Regeneration haben? Ja, das kann man vielleicht so ein bisschen sehen. Ich fand, dass wir in Wiesbaden jetzt nicht die unterlegene Mannschaft waren, obwohl wir einen Tag weniger Regenerationszeit hatten und eine weitere Anreise hatten. Also das, wenn ich jetzt den Spielverlauf sehe, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie Auswirkungen hatte auf unser Spiel. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Auswirkungen hat jetzt auf das Spiel, was wir gegen Zwickau haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Zwickau jetzt dementsprechend dann vielleicht müder oder schwächer kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Patrick Franz, Bild Dresden. Anfangs, Sie hatten beim Agendasport nach dem Spiel erstmals davon gesprochen, dass es vielleicht im Winter nochmal was nachzujustieren gilt jetzt, wo
der Abstand nach vorne schwierig ist, dass Sie sich die Situation ja auch lange angeschaut haben. Wo besteht denn aus Ihrer Sicht tendenziell zumindest grob der Handlungsbedarf? Wieder bei Kreativspielern, wenn ich im Endeffekt schaue, Dynamo hat seit Januar, glaube ich, 6 bis 8 zentrale Mittelfeldspieler geholt. Was läuft da schief? Wie ist diese Gesamtlage? Wo gilt es nachzujustieren? Also ich bin gefragt worden, ob wir dann im Winter jetzt auch über ein paar Themen sprechen mit Ralf Becker. Und dann habe ich gesagt, natürlich werden wir über Dinge reden. Natürlich werden wir auch über Abläufe sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie die Hinrunde gelaufen ist. Wir werden darüber sprechen, was wir machen können. Wir werden darüber sprechen, was wir am Kader vielleicht machen können. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir in irgendeinem Bereich definitiv handeln müssen oder handeln werden, sondern wir werden erstmal darüber sprechen. Und dann werden wir schauen, zu welcher Erkenntnis wir kommen. Und dann müssen wir am Ende eine Konsequenz ziehen. So, und das werden wir auch definitiv machen. Wir werden über die Situation sprechen, über die Kadersituation sprechen und werden das halt alles nochmal durchleuchten. Aber es werden ja auch hoffentlich der ein oder andere Spieler wieder zurückkommen, der dann in der Winterpause oder nach der Winterpause wieder mit einsteigen kann. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir da nochmal ein Stück bekommen, was wir jetzt in der Hinrunde, wo uns viele an dem Kader messen, aber diese Spieler teilweise gar nicht dabei waren, dann hoffe ich halt, dass sie zur Verfügung stehen. Tim Schley. Oder Nachfrage dazu, Patrick? Eine andere Frage. Jan Schalbakowski wäre ja noch ein Kandidat. Der hat jetzt wirklich lange nicht gespielt. Ist das jetzt vielleicht eine Chance, wenn so viele nicht funktioniert haben, ihn noch mal reinzubringen? Ist das eine Chance jetzt für ihn, diese schwierige Situation insgesamt? Also grundsätzlich ist es so, ich finde, dass was nicht funktioniert hat, sind, dass wir uns für das, was wir an Aufwand betrieben haben, Ergebnisse erzielen. Ich finde schon, dass das Spiel an sich funktioniert. Aber die Ergebnisse, die passen einfach nicht dazu. Und wir haben ja schon ein paar Mal gesessen, haben darüber gesprochen, mit den Eigentoren, mit den unglücklichen Situationen, die wir hatten, mit Entscheidungen, die unglücklich waren. Es sind halt auch viele Sachen passiert jetzt in der Hinrunde, die vielleicht gerade nicht in unsere Richtung gegangen sind. Aber das dürfen wir nicht als Ausreden nehmen, sondern das müssen wir als Herausforderung nehmen. Und da geht es nicht um einzelne Spieler. Also jeder Spieler hat die Chance, im Training sich zu empfehlen. Jeder Spieler hat die Chance, auch im Spiel, wenn er reinkommt, dementsprechend Akzente zu setzen. Und Djerba hat auch zum Beispiel schon von Anfang an gespielt gegen Viktoria Köln. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er gar keine Möglichkeit bekommen hat. Jeder, der uns helfen kann, nehme ich dankend an. Ich werde keinen, der uns helfen könnte, zu Hause lassen, weil ich sage, ich mag ihn nicht. Also das hat damit nichts zu tun. Jetzt Tim Schlegel. Trainer, die Frage ist bewusst ein bisschen überspitzt angesichts der jetzigen Situation. Ich stelle sie trotzdem mal. Ja, es prallen wirtschaftlich Welten aufeinander am Samstag. Dynamo hat den dreifachen Etat von Zwickau. Ganz platt gefragt, müsste man das auf dem Platz auch irgendwann sehen? Oder ist das jetzt gerade die Zeit, um zu sagen, Geld schießt eben doch keine Tore? Ja, also man kann das immer so festhalten, das ist klar. Ich weiß nur nicht, wie man dann Dinge bewertet, wenn beispielsweise im DFB-Pokal ein Erstligist gegen Drittligisten ausscheidet. Ich weiß nicht, wie man das dann bewertet, wenn es Leverkusen in Elversberg ausscheidet, wie man das dann bewertet. Und wir sind jetzt in einer Liga, Zwickau und wir. Deswegen die Frage bewusst ein bisschen. Deswegen die Antwort so. Alles klar. Nein, ist alles gut, ich verstehe das schon, aber ich glaube einfach, dass, und es gibt da immer irgendwo eine, wir können über viele Sachen reden, ich könnte jetzt auch, wir haben ja schon ein paar Mal über auch Themen wie Statistiken gesprochen etc. Und das spiegelt sich einfach in den Ergebnissen überhaupt nicht wider, was eigentlich der Spielverlauf hergeben könnte. Und dazwischen steckt immer ein Mensch. Und der Mensch ist dann vielleicht mal in einer Situation, wo er vielleicht keine gute Phase hat. Und bei uns entscheiden sich die Spiele hauptsächlich nicht zwischen den 16ern, sondern in den 16ern. Und im 16er sind wir momentan einfach vorne, haben wir diese Durchschlagskraft im Moment nicht. Und hinten, wenn wir eine Möglichkeit einigermaßen zulassen, vielleicht noch nicht mal im 16er, sogar auch noch außerhalb vom 16er, dann ist er in der Regel fast immer ein Tor. Und das spiegelt sich leider auch in den Zahlen wieder. Aber ich weiß nicht, ob man das dann am Geld festmachen kann. Ich glaube, dass es einfach ein Mensch ist. Nächste Frage, Jens Umbreit, Radio Dresden. Dann lassen wir uns noch mal zu dem Samstag kommen, zum Spiel gegen den FSV. Sie haben sicherlich gestern den Gegner beobachtet bei seinem Auftritt, bei der unglücklichen Last-Minute-Niederlage in Mannheim. Was erwarten Sie denn vom FSV? Wer gegen Zwickau spielt, weiß ja ungefähr, was da auf einen zukommt. Ja, das, was sie auch an den Tag gelegt haben, Leidenschaft, dass sie auch mit Tempo nachgehen, dass sie vorne auch einen Zielspieler haben, dass sie
dann mit Achter-Zehner-Positionen oft nachgehen. Das wird uns definitiv erwarten, dass sie auch dementsprechend hart auch in dieser Liga spielen. Das wird uns auch erwarten, dass wir uns da durchsetzen müssen. Aber es ist eines immer, dass du weißt, was auf dich zukommt. Und das andere ist halt, wie du es dann auch umsetzt, wenn du am Wochenende auf dem Platz stehst. Und da müssen wir, und das ist halt das, was ich, glaube ich, auch hauptsächlich nach dem Spiel gesagt habe, auch im Interview gesagt habe, ja, wir müssen uns einfach in den entscheidenden Momenten durchsetzen. Und du kannst Fußball, kannst du viel darüber sprechen, du kannst viel über Taktik reden, über Herangehensweisen reden und so. Aber am Ende geht es darum, also du kannst sagen, ja, ich würde gern gewinnen, aber ich will unbedingt gewinnen und ich will mich unbedingt durchsetzen und ich will unbedingt das Tor machen. Und das muss man halt sehen. Und da müssen wir uns halt auch durchsetzen. Am Ende kannst du Fußball auch nur gewinnen, wenn du auch deine Zweikämpfe, wenn du dich vorne durchsetzt und wenn du hinten deine Dinger wegverteidigst. Das ist dann die Endkonsequenz. Und daran wirst du halt auch gemessen. Thomas Nahrendorf. Herr Anfang, ich habe noch mal eine Verständnisfrage zum Personal. Vorausgesetzt, Sie verpflichten jemanden, dürfte der dann schon ins Trainingslager mitfliegen oder darf der erst zum 2.1. hier aufschlagen? Also jetzt haben wir ja erstmal ein Spiel gegen Zwickau. Dann haben wir noch ein wichtiges Pokalspiel für uns. Und ich bin jetzt gar nicht so weit, dass ich über irgendwelche Verpflichtungen spreche. Aber die Frage ist definitiv berechtigt. Müsste ich jetzt mit Ralf und mit Christian weiter darüber sprechen. Ich glaube, dass die Statuten sagen, dass du erst ab 1.1. verpflichten darfst, wenn ich das so im Kopf habe. Ja, im Sommer kann man ja im Juni auch schon zum neuen Verein und dann der Vertrag erst am 1.7. losgeht. Ja, ich glaube, das weiß ich nicht, dann bist du vielleicht der verabgebende Verein. Oh, keine Ahnung, ich müsste mal fragen. Kann ich jetzt so 100% nicht beantworten, wie das jetzt durch diese andere Situation, die wir jetzt in der Winterpause haben, durch die Weltmeisterschaft, zu 100% beantworten kann ich das jetzt gerade nicht, ist aber auch nicht meine Aufgabe. Patrick Franz. Genau, Stichwort Weltmeisterschaft. Kommt ganz unabhängig vom Zwickau-Spiel. Einfach nochmal zu der Frage, weil wir haben ja nicht mehr oft Gelegenheit, Sie vorher zu sprechen. Die Weltmeisterschaft findet dieses Jahr ohne Vorbereitung statt. Also die Nationen haben quasi nicht Zeit für ein Sommercamp. Wie sehen Sie das eigentlich als Trainer? Wie schwierig oder wie wird diese Weltmeisterschaft quasi wertloser dadurch irgendwie, weil man vielleicht sagt, es hatte ja gar nicht jeder die Chance, sich vorzubereiten? Ja, vielleicht dadurch, dass dann jeder nicht die Chance hat, sich vorzubereiten, ist es wieder gleich. Aber wenn keine Nation sich richtig vorbereiten kann, dann ist es irgendwie vielleicht gleich. Aber ja, es ist halt schwierig, dadurch, dass es halt in diesem Zeitraum ist, was ja sehr ungewöhnlich ist. Klar haben die Bundestrainer natürlich auch eine Schwierigkeit, dann die Mannschaft vielleicht aufeinander abzustimmen. Aber du hast halt auch vorher schon Länderspiele, wo du vielleicht ein bisschen was dann auch schon in Herangehensweise ändern kannst und vielleicht den einen oder anderen Tag mit dazu nehmen kannst, aber das sind Sorgen, da kann man, glaube ich, ganz gut mit leben. Tim Schlegel? Da würde ich gerne nochmal an die Frage meines Kollegen anschließen. Sie haben es gesagt, das ist wahrscheinlich die ungewöhnlichste WM, die es überhaupt bis jetzt gegeben hat. Wie gehen Sie persönlich damit um? Freuen Sie sich? Gehören Sie eher zu denen, die sagen, die hat da nichts zu suchen? Oder müssen Sie eigentlich auch aus fachlichen, beruflichen Gründen davor sitzen, um zu sagen, kannst du ja immer wieder noch ein bisschen deinen Horizont wieder erweitern? Was gibt es denn so Neues, technisch, taktisch? Keine Ahnung. Wie gehen Sie damit selber um? Na, erstmal, wie die Situation zustande gekommen ist, da hat jeder seine Meinung, die ist auch nicht wichtig. Also, und was das technisch-taktische betrifft, natürlich schaust du dir immer wieder Spiele an, aber jetzt nicht nur Länderspiele, auch so Vereinsspiele schaust du dir an, weil da hast du eine recht gute Vergleichbarkeit, weil die ja auch Woche für Woche spielen und dann kannst du auch ein bisschen beobachten, wer was wie verändert. Und dann gucken wir uns schon ab und zu mal Spiele an von Mannschaften, wo du sagst, das könnte so ungefähr von der Art ähnlich sein. Wie kannst du vielleicht nochmal andere Impulse setzen? Was verändern die nochmal? Wo geht der Fußball hin? Wie verändert sich der Fußball? Worauf musst du vielleicht nicht jetzt, aber dann in Zukunft Wert legen? Welche Spielertypen brauchst du vielleicht für welche Art von Fußball? Das macht man schon. Also da macht du dir schon Gedanken drüber und das guckst du dir auch an. Definitiv. Patrick Franz. Auch nochmal eine Frage zum Komplex Weltmeisterschaft. Werden Sie vielleicht bei manchen Nationen genauer hinschauen, wo Sie Spieler kennen? Also
Welche Spieler wären das dann vielleicht und mit welchen Spielern fiebern Sie vielleicht auch gegebenenfalls mit, die Sie schon trainiert haben, wenn noch so eine Frage? Ja, ich gucke sicherlich auf eine Nation, das ist Deutschland. Alles andere, bin Deutscher. Ich freue mich, wenn ich Deutschland sehe, wenn Deutschland dann auch die Länderspiele hat, die gucke ich mir dann definitiv an. Ich weiß gar nicht, ich glaube nur Kai Havertz habe ich trainiert. Ansonsten, ja. Ist er nominiert? Könnte passieren, sobald ich es noch verstehe. Dann hätte ich zwei. Nee, ansonsten fällt mir jetzt gerade keiner ein. Nochmal dem Stegel. Nochmal Bezug nehmend auch auf diese Pause, aber was Dynamo betrifft, ist es in diesem Moment unabhängig von den ganzen personellen Problemen jetzt vielleicht sogar ein Vorteil, dass dieses Jahr eben quasi jetzt schon Schluss ist und es nicht noch 4-5 Spiele kommen wie sonst und Sie die Möglichkeit haben, quasi jetzt in aller Ruhe nochmal, übertrieben gesagt, den Reset-Knopf zu drücken, zurückzuspielen und zu spulen und zu sagen, wir fangen quasi nochmal an, gerade wenn ich an die ersten Spiele denke, das war ja genau das, was man sich gewünscht hat, auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Aber ist das so eine Situation, wo Sie sagen, vielleicht bin ich jetzt gar nicht so böse, dass wir jetzt also nochmal neu anfangen können? Neu anfangen. Neu anfangen, groß in Anführungszeichen. Ja, ich habe das schon verstanden. Nee, es war okay. Ich glaube, dass es, wenn du in einer Saison bist und wir hatten ja, das muss man aber sagen, wenn du den Verlauf der Hinrunde nimmst, dann sind halt viele Sachen, ja, wir haben vielleicht die ein oder anderen Dinge auch nicht gut gemacht, aber es sind viele Sachen vielleicht auch, ein Stück, habe ich eben schon mal angedeutet, nicht wirklich für uns gelaufen, das muss man vielleicht auch irgendwo festhalten, aber wir dürfen nicht jammern, wir müssen uns dagegen wehren. Reset-Knopf, ja, vielleicht eine Zielsetzung für eine Rückrunde zu nehmen, was du da erreichen willst mit der Mannschaft, klar, aber ich finde schon auch wichtig, dass wir diese Phase jetzt, die wir jetzt hatten, dass wir die auch mitnehmen. Also sprich, dass wir wissen, wie schwer es ist, in dieser Liga zu punkten, dass wir wissen, was passieren kann, dass wir daraus lernen. Wir dürfen das nicht irgendwie weglegen und sagen, wir wollen darüber nicht mehr reden und das ist jetzt vergessen. Das ist halt ein Teil dieser Saison. Und in der Saison ist halt einiges passiert bis jetzt. Und wir müssen halt versuchen, das zu verändern, dass es sich zum Positiven dreht für uns. Und deswegen gehört der Teil dazu. Was du natürlich machen kannst, ist, wie gesagt, dass du eine Rückrunde startest und sagst, okay, jetzt, die Hinrunde ist jetzt vorbei, da kriegst du ja jetzt auch nichts mehr für. Konzentrieren wir uns jetzt auf die Rückrunde und kannst vielleicht dir so gewisse Etappenziele setzen, was du in der Rückrunde für dich erreichen möchtest. Das kannst du sicherlich machen. Zumal die Rückrunde länger ist als normalerweise, ist ja genau. Ein bisschen mehr als Rückrunde. Ja, genau. Und das stimmt definitiv. Und ich glaube, das, was wir in der Hinrunde haben liegen lassen, wenn wir das in der Rückrunde holen, dann können wir eine richtig gute Rückrunde spielen. Aber jetzt haben wir erstmal Zwickau und jetzt konzentrieren wir uns darauf, weil da gibt es nochmal 3 Punkte in der Hinrunde. Und da werden wir jetzt alles für tun, dass wir das auch hier behalten, dass wir zumindest den Fans und dem Umfeld auch zu Hause noch das letzte Meisterschaftsspiel, Pflichtspiel haben wir ja noch, ein Pokalspiel, das letzte Meisterschaftsspiel zu Hause vor einer großen Kulisse, dass wir das für uns entscheiden. Und uns dann auch so von unseren Fans, zumindest was die Meisterschaftsspiele betrifft, verabschieden können. Stefan Schramm, DNN. Ich habe noch eine ganz kleine Nachfrage zum Thema Personal. Claudio Kammerknecht mit dem Oberschenkel, hatten Sie gesagt, bei Michael Akoto, der eingewechselt wurde und dann wieder ausgewechselt wurde, hatten Sie gesagt, der muss zum MRT. Wo ist denn da möglicherweise überhaupt was kaputt? Bei Kammer jetzt oder beim? Bei Michael Akoto. Bei Akoto, der hat Probleme mit seinem Sprunggelenk, das ist auch wieder angeschwollen. Und jetzt ist er halt beim MRT. Der müsste jetzt, ja, in einer halben Stunde ist er dran, glaube ich. Ja. Also, und unabhängig davon, das ist halt eine Diagnose, dass wir wissen, was er denn tatsächlich hat. Aber er hat halt einen geschwollenen Knöchel, der wird auf gar keinen Fall dabei sein. Also so ist die Aussage jetzt aktuell. Ist es wieder der, wo er ohnehin schon dieses Jahr? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wir nehmen alles mit jetzt. Ja. Es ist leider so. Wir müssen uns aber auch dagegen wehren. Wir dürfen jetzt nicht jammern. Das Zwickau-Spiel ist ja trotzdem noch eine Chance. Weil irgendwo kann man ja noch 3 Punkte holen. Man kann positiv das Jahr abschließen. Und wenn man ganz viel Glück hat, die Konkurrenz hat ja manchmal auch schon gepatzt, kann der Rückstand ja doch noch geringer werden. Inwiefern kann man das schaffen, dieser Mannschaft das jetzt noch mal beizubringen, dass man diesen Turnaround vielleicht auch im Kopf schafft? Ich glaube, das ist einfach zu weit gedacht, was die Situation in der Liga betrifft. Es geht wirklich nur darum, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was auch in der Frage drin war,
das letzte Heimspiel in der Meisterschaft, dass wir das gewinnen. Dass wir einfach alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen. Das nächste Spiel, was kommt, dass wir es einfach gewinnen für uns. Und ich glaube, wir haben jetzt so viele Spiele gehabt, und wo wir auch vielleicht klarer hätten die Spiele sogar noch für uns entscheiden können, geschweige denn überhaupt für uns entscheiden können. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt müssen wir alle Kraft da reinlegen, dieses Heimspiel zu gewinnen und dann, wie gesagt, vernünftig in den Urlaub reinzukommen und den Fans vor allen Dingen nochmal das letzte Meisterschaftsspiel in diesem Jahr, dass wir das zumindest als Sieger dann verlassen. Also ich glaube, die Fans sind, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, arg gebeutelt durch die Situation, dass man, als ich gekommen bin, so eine lange Zeit hatte, wo man kein Spiel gewonnen hat. Jetzt hat man Spiele gewonnen, jetzt hat man wieder so Phasen drin gehabt, wo man gehofft hat, dass es dann von den Ergebnissen wesentlich positiver läuft, und es ist nicht positiver gelaufen. Wir sind da alle nicht glücklich drüber. Uns zerfrisst einen auch dann, und du nimmst das ja auch mit und es begleitet dich ja auch. Und wir müssen halt jetzt schauen, dass wir da alle Kraft reinlegen, um dieses Spiel zu gewinnen gegen Zwickau, um einfach auch den Fans dann vielleicht dieses Gefühl nochmal zu geben, okay, wir haben jetzt das letzte Heimspiel in der Meisterschaft zu Hause gewonnen, und das wäre dann zumindest mal für dieses Jahr ein vernünftiger Abschluss, auch wenn wir vielleicht in der Saison einiges haben liegen lassen, was wir nicht liegen lassen dürfen normalerweise. Sind noch Fragen offen? Ich schaue noch mal kurz in die Runde. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gibt es an dieser Stelle jetzt von mir noch mal die Infos zum Spiel. Anstoß, wie gesagt, Samstag 14 Uhr. Während es auf dem Platz um wichtige Punkte für beide Teams geht, herrscht auf den Rängen Freundschaftsspielstimmung. Die Sektorentrennung wird im gesamten Stadion aufgehoben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits rund 24.500 Tickets verkauft. Es werden 2.000 Gästefans aus Zwickau erwartet. Alle Details dazu gibt es wie immer im Laufe des Tages auf der Dynamo-Website in der Faninfo. Die Partie wird sowohl im MDR als auch auf Magenta Sport live übertragen, und unser Nachwuchs spielt am Wochenende wie folgt. Die U19 ist am Samstag ab 12.30 Uhr bei Rasenballsport Leipzig zu Gast. Die U17 muss am selben Tag um 11 Uhr ebenfalls auswärts beim Chemnitzer FC ran. Die U16 fährt am Sonntag zu Rasenballsport Leipzig und ist dort ab 11 Uhr auswärts gefordert. Die U15 hat am Samstag um 13 Uhr ein Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank für euer Kommen. Vielen Dank auch an dich, Markus. Bis Samstag im Stadion. Bis dahin. Ciao.